Also man würde ja als Laie sagen, dieser Petitionsausschuss dient ja dazu, Bürgern die Möglichkeit zu geben, Themen ins Parlament zu bringen. Man würde doch normalerweise sagen, toll, da haben sich also engagierte Bürger gefunden, haben sich viel Mühe gegeben, Unterschriften zu sammeln. Und dann muss es doch eine große Begeisterung auf Seiten der Parlamentarier geben über dieses bürgerschriftliche Engagement. Haben Sie diese Freude gespürt, als Sie da in den Bundestag gekommen sind? Naja, von Freude kann man da nicht gerade reden. Ich möchte gerne zwei Fragen an die Petentinnen und Petenten stellen. Sie haben jetzt eben in Ihrem Beitrag kritisiert, dass Sie als Kritiker des Regierungskurses unter einen Generalverdacht der Rechtslastigkeit gestellt würden. Und Sie fordern eine offene, sachliche Debatte ein. Und damit haben Sie auch begründet, dass Sie sich an die Seite friedlicher Demonstranten für die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen stellen wollen. Eine offene, sachliche Debatte würde voraussetzen, aus meiner Sicht, dass Sie ihrerseits von Vereinfachungen diskreditierenden, andersmeinender, auch von unwahren Behauptungen Abstand nehmen. Und deswegen würde ich Sie gerne fragen, was glauben Sie, was trägt es zu einer offenen, sachlichen Debatte bei, wenn man zum Beispiel von euphorisch-hysterischen Ankündigungen der Politik, der Medien, vieler Manager, der Kirchenleitungen, der Kulturelite und anderer Verantwortungsträger spricht? Was trägt es dazu bei, wenn man von andauernder illegaler Migration ausgeht, obwohl ja viele dieser Menschen, die über die Grenze gekommen sind, anerkannt worden sind als Flüchtlinge, also durchaus einen Grund hatten, die Grenze zu überschreiten und um Asyl oder Schutz nachzusuchen? Wie passt es zusammen, dass Sie die Zahlen aus Bayern aus dem Jahr 2017 zitieren? Wir haben ja die gemeinsame Erklärung 2018, die längst revidiert worden sind, weil wir einfach eine Veränderung der Sexualstraftaten, Tatbestände haben. Wie wollen wir auf der Grundlage eine offene, sachliche Debatte führen? Naja.